auf zu weinen. Nein, bitte weine nicht. Du wirst es eines Tages schon noch lernen. Ich heiße Quinn. Quinn? Mhm. Ich verstehe das nicht. Ich höre ein Baby schreien. Natürlich, das ist unser Sohn. Unser Sohn? Ein Junge, das war noch dein Traum, oder? Er ist hier bei mir. Kann ich ihn sehen? Ich bringe dich zu ihm. Quinn? Nein, tut mir leid. Ich bin's, Richard. Ja, das sind definitiv ganz besonders prachtvolle Juwelen. Ich habe noch nie zuvor etwas Schöneres gesehen. Ich hoffe nur, es macht seinem Ruf nicht unbedingt Ehre. Hast du diesen Unsinn über den Fluch? Sieht so aus, als hätte sich dieser Fluch auch über unsere Planung gelegt. Stand auf dieser Notiz nicht, wann wir mit der Tiara rechnen können? Gegen Nachmittag. Hast du dann noch genug Zeit, um all deine Vorbereitungen zu erledigen? Es müsste normalerweise alles fertig sein. Es sollten einige Wachen im Museum sein. Außerdem will ich selbst auch dort sein, wenn die Eskorte... Ich wünschte, dass das verdammte Ding gar nicht erst herkäme, wenn es so gefährlich für die Familie ist. Was ist, wenn dieser André Wulff sich entschließt, nicht auf die Benefizveranstaltung im Museum zu warten? Er wird warten, das passt in sein Konzept. Dieser Kerl hat einen Motor dort, wo andere Menschen ein Gehirn haben, sehr verlässlich. Sobald er sich bewegt, werden wir zuschnappen. So einfach ist der Plan. Tag, die Herrschaften. Entschuldigen Sie vielmals, aber haben Sie was von Kelly gehört? Ich habe sie mehrmals angerufen, jedoch leider nicht erreicht. Ich dachte, dass sie vielleicht bei Ihnen ist. Nein, ist sie nicht. Vielleicht ist sie nur kurz einkaufen oder mit einer Freundin spazieren gegangen. Oder sie schläft. Sie haben recht, das wird das sein. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Ich wollte nur ganz sicher gehen. Das finde ich nett, aber es geht ihr bestimmt gut. Ich möchte telefonieren. Willst du jetzt anrufen? Ja, ich probier's mal. Und da Julia ab heute Bezirksstaatsanwältin ist, wollte ich ihr auch ganz gerne noch gratulieren. Ach ja, stimmt. Ich habe sie vorhin getroffen, als sie in Kiesal das Zimmer umzog. Ich hoffe bloß, sie hat das Zimmer vorher desinfizieren lassen. Julia ist jetzt ganz offiziell Bezirksstaatsanwältin. Mr. Timmons zog es vor, sich in den vorzeitigen Ruhestand versetzen zu lassen, als hinter Gitter zu wandern. Können Sie mich bitte entschuldigen? Was war das denn? Hat jemand was Falsches gesagt? Möglicherweise hat er Julia etwas anvertraut, das sie nicht wissen sollte. Raus aus meinem Sessel, Kies. Also, wollen Sie sich lieber ganz ruhig davonschleichen oder soll ich Sie vom Marshall ganz persönlich rauswerfen lassen? Da. Mach dir einmal klar, was das Leben noch weniger lebenswert machen könnte. Schufterei, Eifersucht und Neid, die peinigen uns. Und dann das Gefängnis, oh. Sehr gut. Ich bin froh, dass du es bist. Ich wollte mich nicht nochmal mit Kies anlegen. Siehst du? Ich bin ab und zu doch noch ganz nützlich. Was hast du hier eigentlich zu suchen? Nichts Besonderes, außer mit dir anzustoßen. Und zwar auf deine Ernennung zu unserer neuen, geschätzten Bezirksstaatsanwältin. Lass uns anstoßen. Ohne viel Trara und Palaver, nur mit einem kleinen Toast von deinem dir ergebenen Diener. Mit Cidre, ganz ohne Alkohol. Wie Kaffee ohne Koffein. Ich verstehe zwar nicht, wozu er dann gut sein soll. Danke. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Aber es ist wirklich sehr nett von dir. In meinen Trinkerzeiten, meinen Tagen voll tiefem, unstillbaren Durst, wäre ich sogar zu irgendeiner Beerdigung gegangen, wäre dort eine Bar gewesen. Heutzutage finde ich Befriedigung in den einfachen Momenten des Lebens wie an diesem Cidre. Gepresst aus einem bösen Äpfelchen. Adam war auch nur ein Mensch. Und das müsste alles erklären. Er wollte den Apfel nicht um des Apfels willen. Nein, er wollte ihn bloß, weil er verboten war. Sehr interessant. Oder auch nicht. Worauf wollen wir anstoßen? Auf die Frau oder den Job? Noch ist es möglich, der ganzen Angelegenheit zu entfliehen. Wie dem auch sei. Sobald du etwas getrunken hast, wird dein Schicksal besiegelt sein. Wenn du nicht willst, stell dein unberührtes Glas einfach hin und geh zur Tür hinaus. Dafür brauchst du nicht einmal ein 12-Punkte-Programm. Nein, ein Schritt reicht. Geh einfach durch diese Tür. Ich warte. Ich warte noch darauf, dass du mir diese Briefe erklärst. Erklären? Stell dich nicht so an, du weißt, wovon ich rede. Ich verstehe nicht, wieso du die Briefe vor mir versteckst. Das ist doch nichts. Ein dummer Streich. Ich möchte sie aber mal sehen.
Oh, Lionel, ich bitte dich. Wir lesen doch nie im Bett. Lass uns diesen Unsinn okay, vergessen. Okay, wie du willst. Dann werde ich sie eben selbst suchen. Lionel, was machst du denn? Um Gottes Willen, jetzt hör schon auf. Entzückend. Ist das wirklich nötig? Ich finde sie schon. Irgendwo müssen sie doch sein. Ich weiß nicht, wieso du dich so aufregst. Das hat doch nichts mit dir zu tun. Da steht nichts drin. Es ist nur ein dummer Streich von irgendwelchen Irren. Ach ja? Wenn das alles so harmlos ist, warum versteckst du sie dann vor mir? Du verhältst dich wie ein Hund, den man angekettet hat. Du wirst nicht eher aufgeben, ehe du die verdammten Briefe gelesen hast, richtig? Natürlich nicht. Na gut, du hast gewonnen. Dein Vertrauen in mich ist wirklich umwerfend. Genauso wie dein Vertrauen in mich. Mal sehen, was wir da haben. Wenn ich länger drüber nachdenke, scheint es mir ein Glücksfall zu sein, dass die Tiara früher als angekündigt geliefert wird. Wieso denkst du das? Bisher hatten wir noch kein Glück, diesen André Wolf und seinen Helfer auf frischer Tat zu ertappen. Aber jetzt haben wir ein ziemlich gutes Lockmittel. Denkst du, dass er darauf reinfällt? Und wenn nicht? Ich habe das Gefühl, dass er da sein wird. Und falls ich recht habe, werden wir auch herausfinden, was mit Eden los ist. Ich möchte wirklich, dass das ein Ende hat. Du glaubst wirklich, dass Wolfs Auftauchen hier bei uns in Santa Barbara Edens Verhalten ausgelöst hat? Ganz sicher. Ich begreife die Zusammenhänge zwar auch nicht ganz. Ich kann mir wirklich kein Bild davon machen, was los ist. Aber ich glaube, dass dieser Typ etwas in ihr ausgelöst hat. Und ich muss herausfinden, was das sein könnte. Du denkst also, wenn du ihn festnimmst, ist Edens Problem gelöst? Ich sag ja nicht, dass das bereits die Lösung ist. Aber irgendwas sagt mir, dass da Zusammenhänge bestehen. Ich würde gerne noch ein paar logistische Einzelheiten klären, wie die Gästeliste. Mhm. Und wie ihr euch die gesamte Präsentation der Tiara vorstellt, all diese Dinge. Gut, ich habe alle Informationen zu Hause. Ich bringe sie dir mit ins Museum, wenn die Tiara eintritt. Ich weiß nicht. Ist das richtig gewesen? Ich sollte Eden wirklich von der Gästeliste streichen? Ja, Eden ist beim Empfang nicht dabei. Ich will sie währenddessen nicht mal in der Nähe des Museums sehen. Wer weiß, wenn eine Rechnung aufgehen sollte, dann ist dieser Juwelendieb vielleicht wirklich der Schlüssel zu ihrem Problem. Ich kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Du änderst dich aber auch von einem Tag auf den anderen. Du weißt doch, ich bevorzuge die Abwechslung. Wie war ich denn gestern? Du hast behauptet, mich bei meiner Arbeit unterstützen zu wollen. Ja, das stimmt, ja. Und warum warnst du mich dann überhaupt vor diesem Job? Ich habe doch noch nicht mal den Eid geschworen. Ich wollte dich bloß unterstützen und dir deine Rechte vorlesen. Dieser Job kann sehr brutal sein. Ich will das so. Hier muss was passieren. Was ist das eigentlich? Das sieht man doch. Müll. Das ist alles, was Kies mir gelassen hat. An deine Stelle würde ich Handschuhe anziehen. Willst du mir nicht von dieser ominösen Liste erzählen, die du dir vor einigen Tagen erarbeitet von hast? Von Dingen, die ich erledigen will? Sie beinhaltet ein paar Punkte, die auch dein Leben betreffen werden, meine liebe Julia. Macht dich das nervös? Oh nein, die kenne ich schon. Ich würde es aber für gesünder halten, wenn du dir Gedanken über dein Leben machen würdest. Das ist kein Trick, Julia, sondern ernst. Aber etwas, das auch mein Leben tangiert. Unser Leben. Eingeschlossen Samantha. In dieser Hinsicht ist es mir erlaubt, wir zu sagen. Ich will keine Wortklaubereien mehr, Mason. Du kannst nicht so einfach wieder in meinem Leben auftauchen. Nicht jetzt. Darüber haben wir schon geredet. Das alles haben wir schon durchgekaut. Es langweilt mich und es ist mir zu viel. In meinem Leben passiert momentan eine ganze Menge und ich denke, ich bin an dem Punkt angelangt, an dem ich ganz gut alleine zurechtkommen werde. Das kann ja gut sein. Aber wer kann schon sagen, dass sein Leben wirklich in Ordnung ist? Du siehst zurück und plötzlich erkennst du etwas, das du verpasst hast. Und dann tut es dir leid. Ich gebe die Hoffnung so schnell nicht mehr auf. Vielleicht denkst du ja nach und sagst dir eventuell, mein Leben wäre wirklich viel besser, wenn Mason es nur endlich wieder durcheinander bringen würde. Und bis dahin werde ich mich um mein eigenes Leben kümmern. Ich weiß. Sehe ich aus, als gäbe ich auf? Nein.
Du siehst gut aus. Hast du je einen Lieblingsort gehabt, als du ein Kind warst? Ich fand nie einen. Inzwischen weiß ich allerdings, wie wichtig so etwas ist. Als Erwachsener habe ich endlich so einen Ort für mich entdeckt. Ich gehe dort nicht sehr oft hin. Und ich vernachlässige ihn auch ein wenig. Allerdings ohne Vorsatz. Aber ich fühle mich willkommen dort. Du bist willkommen. Nur unter bestimmten Bedingungen. Und wenn du ganz artig warst. Entschuldigen Sie bitte. Wir haben noch nicht geöffnet, Robert. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Welches Schild? Dass unangemeldete Besucher, die mal was mit meiner Schwester hatten, hier nicht gern gesehen werden. Danke für diese kleine Ansprache. Kein Problem. Ist es ja nie. Robert, kommen Sie rein. Mason wollte sowieso gehen. Wir sehen uns noch, hoffe ich jedenfalls. Man weiß nie, ob man applaudieren oder heulen soll. Reden Sie von ihm oder mir? Das überlasse ich Ihnen. Was kann ich denn heute für Sie tun, Robert? Wie ich sehe, sind Sie wirklich Bezirksstaatsanwältin. Und was hat das mit Ihnen zu tun? Deswegen bin ich hierher gekommen. Das würde ich gerne von Ihnen hören. Guter Gott. Kein Wunder, dass du mir die Briefe nicht zeigen wolltest. Wer hat dir davon erzählt? Ist das alles, was dir Sorgen bereitet? Wer es mir erzählt hat, das ist doch vollkommen unwichtig. Für mich ist es wichtig, weil mich dieser jemand dann betrogen hat. Ach, wirklich? Was ist das für ein Gefühl? Guck mich nicht mit diesen traurigen Dackelaugen an. Wer war es? Layton? Julia? Michael? Sicher war es einer von ihnen. Verflixt und zugenäht! Ist das alles, woran du denken musst? Unser Leben geht in die Brüche. Und alles, was dich daran interessiert, ist, ob irgendjemand mir davon erzählt hat. Nein, unser Leben geht nicht in die Brüche. Du glaubst diese unverschämten Lügen doch nicht. Da steckt kein Körnchen Wahrheit drin. Warst du dann bei der Polizei? War ich nicht. Nein, du hast doch Michael Donnelly um Hilfe gebeten. Nur als Bodyguard, nicht als Polizist. Ich habe ihn privat engagiert, so wie Minks es getan hat, weil ich mich schützen wollte. Ist ja lächerlich. Schützen wovor denn, wenn du nichts zu verstecken hast? Ich bitte dich, Lionel. Normalerweise bekomme ich keine Drohbriefe mit der Post und schon gar nicht ohne Absender. Hier drin steht, unmissverständlich, dass du damit zu tun hattest. Mit dem Mord an deinem Ehemann Anthony Tonnell. Ganz zu schweigen von dem missglückten Mordanschlag auf Robert Barr. Ich geb's ja zu, an meinen freien Tagen bin ich eine kaltblütige Mörderin. Und hinterher esse ich eine Packung Konfekt, um die Ohren meiner Opfer in die Packung zu legen. Was soll das? Das ist nicht witzig. Nein, das ist es wirklich nicht. Es ist lächerlich, dass du denkst, ich wäre dafür verantwortlich. Oh, meine Güte, Lionel. Diese lächerlichen Zeilen sind doch vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Wer da so niederträchtig oder rachedurstig ist, weiß ich nicht. Aber ich habe meine Vermutung, diese Briefe sind total unrealistisch, frei erfunden. Und wieso? Wieso nur strengst du dich dann so an, sie vor mir zu verstecken? Weil ich dir nicht wehtun will. Oh mein Gott! Wie oft musste ich mir das schon anhören? Das war ein Abschnitt meines Lebens, auf den ich nicht gerade stolz bin. Ich war damals ziemlich verzweifelt. Außerdem hatte ich finanzielle Schwierigkeiten. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Du hattest mich verlassen und ich habe nicht die beste Entscheidung getroffen. Aber ich will verdammt sein, wenn ich den Rest meines Lebens dafür bezahlen soll. Können wir nicht vergessen, dass das passiert ist? Das wäre schön einfach, nicht wahr? Früher oder später muss man sowieso für seine Fehler bezahlen. Tu doch nicht so scheinheilig. Du bist auch nicht fehlerfrei. Zumindest habe ich's versucht. Ich war zwar nicht immer erfolgreich, aber selbst in wirklich schlimmen Zeiten habe ich niemals meine Prinzipien aus den Augen verloren. Ich verabscheue Gewalt, Lionel, und das weißt du. Ich werde traurig, wenn ich ein totes Tier am Straßenrand sehe. Ehrlich, ich als kaltblütige Mörderin, kannst du dir das vorstellen? Das passt doch nicht zu mir. Es klingt nicht nach der Augusta, die ich kannte. Nach der Augusta, die du kennst.
die, die ich kannte, hätte das nicht alles für sich behalten. Die, die ich kannte, hatte Prinzipien. Erinnerst du dich? Ja. Was wollen Sie wissen, Robert? Naja, Robert wüsste ganz gerne, wie es aussieht. Ob er sich auf das Schweigegelöbnis seiner Ex-Anwältin verlassen kann. Denn als Sie noch meine Anwältin waren, hatte ich die Gewissheit, dass Sie schweigen. Aber Sie haben ja inzwischen die Seiten gewechselt. Deswegen gelten noch immer dieselben Regeln. Was Sie mir über Ihre wahre Identität anvertraut haben, ist bei mir weiterhin bestens aufgehoben. Ich könnte dieses Wissen allerdings ausnutzen, wenn die Umstände es verlangen sollten. Das bedeutet? Dass jegliche illegale Aktivität, bei der ich Sie erwischen sollte, von mir mit gnadenloser Strenge verfolgt wird. Ich habe nicht vor, in nächster Zeit einen Lebensmittelladen zu überfallen, falls Sie davor Angst haben sollten. Machen Sie sich nur keine Sorgen um meine Ängste, Mr. Armitage. Sie sind schon viele Risiken eingegangen, vor allem in Bezug auf Kelly. Und wenn Sie so weitermachen, ist das wahrscheinlich Ihr Ende. Nun, Quinn weilt ja schon nicht mehr unter uns. Haben Sie vielleicht schon mal daran gedacht, umzuziehen? Ich hätte noch einen kleinen Ratschlag für Sie. Wenn ich Sie wäre, dann würde ich ganz schnell die Stadt verlassen. Ich würde zusehen, aus Santa Barbara zu verschwinden. Und zwar so schnell wie möglich, verstanden? Ich soll verschwinden? Nein, das kann ich wirklich nicht tun, egal womit auch immer Sie mich bedrohen. Da verlangen Sie ein bisschen zu viel. Ich denke, Sie haben schon genug Chaos verursacht. Ich meine, Sie haben doch eigentlich schon alles verloren. Eine Sekunde, das müsste ich kurz ausrechnen. Tja, ich habe mich verloren. Ganz abgesehen von meiner Selbstachtung. Ich habe mein Baby verloren. Und ich habe nicht vor, auch noch Kelly zu verlieren. Ja, apropos Kelly. Verdient sie es nicht, die Wahrheit zu erfahren? Kelly verdient einen Mann, der sie glücklich macht. Und das übernehme ich, wenn Sie gestatten. Egal, was es kostet. Soll das etwa eine Drohung sein? Nein, das ist keine Drohung, eher ein Versprechen. Und das werde ich auch wahr machen. Der denken, dass ich wahnsinnig dekadent bin, wenn ich am helllichten Tag schlafe. Dekadent ist nicht gerade das Wort, mit dem ich dich beschreiben würde. Wo sind denn nun die Bilder, die du mir zeigen wolltest? Glücklicherweise habe ich sie hier in der Tasche. Willst du sie dir wirklich ansehen? Ja, natürlich, unbedingt. Oh, wer ist das? Das ist Diane, meine Tochter. Sie hat gerade ihren 18. Geburtstag gefeiert. Sie ist sehr hübsch. Und das ist mein Sohn Richard, der singt in einem Chor auf der Highschool. Ziemlich starke Konkurrenz. Das beunruhigt mich nicht weiter. Ich sagte ihm, wenn du singen willst, dann sing. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Ich möchte bloß, dass er glücklich ist. Und du nimmst sie nie mit auf eine deiner Tourneen? Nein, das ist viel zu anstrengend. Ich will lieber, dass sie zur Schule gehen und sich mit ihren Freunden treffen. Deine Frau muss dich doch vermissen, wenn du immer so lange unterwegs bist. Renata führt ihr eigenes Leben. Und es ist sehr erfüllt, glaube ich doch. Wir verstehen uns sehr gut. Anscheinend führst du das perfekte Leben. Niemand führt ein perfektes Leben, Kelly. Wir sind dazu nicht bestimmt. Ich denke, nach Perfektion zu streben, ist eine vollkommen andere Geschichte. Ich hätte fast vergessen, wieso ich hier bin. Ich wollte dich zum Essen einladen. Oh, vielen Dank, Richard. Ich weiß nicht, ob ich heute eine tolle Begleitung für dich wäre. Das liegt an diesem Traum, nicht wahr? Wollen wir darüber reden? Es ging um das Baby. Und natürlich um den Vater des Kindes. Ich habe diesen Traum seit meiner Fehlgeburt schon einige Male gehabt. Und jetzt fürchtest du dich, die Augen zu schließen, weil du denkst, der Traum kommt wieder, ja? Ja und nein, ich habe Angst, dass ich die beiden für immer verliere, wenn ich nicht von ihnen träume. Die Liebe, sie bewegt die Sonne und all die anderen Sterne. Meine Sterne sind anscheinend schon erloschen. Gib nicht auf, es wird sich früher oder später alles wieder einrenken. Wenn ich nur wüsste, wie. Ich weiß genau, dass du eine Frau bist, die es verdient, ganz besonders geliebt zu werden. Und es wird so kommen. Hab nur Vertrauen. Dann wird es geschehen. Ich fahre jetzt aufs Revier, um die letzten Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Dann komme ich wieder, um euch abzuholen und dann können wir gemeinsam ins Museum fahren. Das wäre sehr nett von dir. Vielen Dank für deine Unterstützung. Klar, Mr. C. Danke für deine Hilfe. Dirk Mason. Wer ist denn da? Ihr beide seht aus, als wäre euch eine Laus über die Leber gelaufen. So kenne ich euch gar nicht. Hat der böse Mason euch mal wieder Ärger gemacht? Ärger ist das passende Wort. Sei ruhig. Wenn dir der Service nicht passt, nimm dir die Freiheit zu gehen. Um die Wahrheit zu sagen, genau das hatten Kennt wir... Kennt ihr eigentlich die Begebenheit, über die ich nicht sprechen will? Nein, die kenne ich nicht. Dann gebe ich dir mal einen Wink. Tick, tick, tick. Weißt du, mein Junge, du bist nicht annähernd so amüsant, wie du vielleicht meinst. Als Anwalt fühle ich oft das Verlangen, euch einfach so einen Rat zu erteilen. Und da frage ich mich, hast du schon mal über deine Beerdigung nachgedacht? Ihr wisst ja, dass die Pharaonen
schon im Kindesalter angefangen haben, ihre Grabstätten zu bauen. Das bringt mich auf eine Idee. Die Pharaonen ließen sich mit ihrem Besitz bestatten, um für das nächste Leben gerüstet zu sein. Für Dad sehe ich ein Grabmal aus allerfeinstem Marmor vor mir. Wie er als Kühlerfigur auf seinem Rolls-Royce sitzt, für alle Ewigkeit. Du bist krank, das weißt du doch. Nein, meine Verfassung ist bestens. Meine Hälfte an Capwell-Genen sind bloß verwässert oder, wie mein Vater sagen würde, vergiftet durch das Blut meiner Mutter. Ich habe einen Tick. Tick, Tick für immer. Ich jogge neuerdings, um mein Cholesterin zu senken. Weißt du, Mason, man sagt, Geisteskrankheiten seien vererbbar. Was hältst du von dieser These? Guter Witz, Dad. Wenn man dich hört, könnte man meinen, sie wären auch ansteckend. Schluss jetzt, es reicht. Aha, pam, pam, pam. Lionel, als du mich damals verlassen Nein, falsch. Hast... Du hast mich verlassen. Wie dem auch sei, wer auch wen verlassen hat. Ich fühlte mich einsam. Früher ging ich ins Bett und atmete in deinem Rhythmus. Ich dachte, wenn du aufhörst zu atmen, würde ich auch aufhören zu atmen. Ohne dich fühlte ich mich leer. Ich wollte alles ändern, was mich an dich erinnerte. Wir standen immer mittags auf, also stand ich um 8 auf. Ich ging nachts unter die Dusche. Ich habe alles ausgetauscht. Die Seife. Ich verstehe nicht so ganz, was das alles mit den Briefen oder Anthony Tonnell zu tun hat. Ach nein. Nein. Der Mann war das genaue Gegenteil von dir. Ich war endlich wieder in einer Welt angelangt, in der mich nichts an dich erinnerte. Stell dir mal vor, ich in Las Vegas. Dort spielt die Zeit keine Rolle, Lionel. Ich war plötzlich in einer ganz anderen Situation als zuvor. Ich lebte damals in einem Penthouse. Es war total klimatisiert. Es gab keine Temperaturunterschiede, genauso wie es keine Höhen und Tiefen in meinem Leben gab. Das Leben mit dir war so angenehm. Ich habe Anthony geheiratet, um mir was vorzumachen. Ein Geschäftsabschluss. Es war nur eine Zweckgemeinschaft. Eigentlich konnte jeder tun und lassen, was er wollte. Das waren die Regeln, an die wir uns auch gehalten haben. Wenn ich zurückblicke, wirkt es auf mich wie ein schlechter Film. Aber das waren nun mal die Regeln. Und du hast dich damit abgefunden. Du wusstest doch, welchen Mann du da heiratest. Und was für ein Halunke er war. Ja, ich lebte nach den Regeln. Nicht nach meinem Herzen. Aber ich war dabei nicht glücklich. Augusta, die Menschen verändern sich. Tonnell war korrupt. Du hast gesagt, du wolltest alles vergessen, was wir je miteinander hatten. Ansonsten hättest du es nicht ertragen, ohne mich weiterzuleben. Aber musstest du deswegen auch deine Überzeugungen ändern? Nein. Das war eine sehr schnelle Antwort. Eine sehr ernste Frage. Es war groß. Kelly und Richard geben ein hübsches Paar, finden Sie nicht? Oder haben Sie es gar nicht bemerkt? Oder haben Sie es aufgegeben, ihr den Hof zu machen? Oder sind Sie nur gekommen, um ein Schwätzchen mit meiner Schwester zu halten? Möglicherweise sollten Sie lieber meinem Vater den Hof machen. Oh, der ist ja schon verheiratet. Was soll dieser Blödsinn, Mason? Irgendjemand hat seinen Kontakt zu Tonnell ausgenutzt und CC dadurch alle nötigen Informationen verschafft, Keys aus seinem Amt zu katapultieren. Waren Sie das oder Ihr Kumpel Craig Hunt? Wer es auch war. Es war ein wirklich genialer Schachzug. Immerhin ist Kelly hellhörig geworden. Wissen Sie, Mason, Kelly ist eine eigenständige Frau und sie kann treffen, wen sie will. Und ich denke, weder Sie noch Ihr Vater und selbst ich nicht könnten ihr das untersagen. Da haben Sie bestimmt recht. Komme ich richtig ins Schwimmen. Da bin ich sicher. Auf Wiedersehen. Mason, können wir uns unterhalten? Lasst uns bitte allein. Das macht er ganz sicher, aber bevor er geht, solltest du noch etwas erfahren. Unser Bobby hat alles getan, um eine junge Frau zu erschrecken. Ich rede von Flame Beaufort. Er hat zum Glück rechtzeitig eingesehen, dass er sie nicht gleich umbringen muss. Das heißt, er hat es nicht geschafft, sie umzubringen. Wir sind schon fertig.
Tut mir leid, dass ich zu früh dran bin, aber... Schon gut, wir können fahren. Ich habe versucht, Eden zu erreichen. Ich habe zu Hause angerufen und auch in der Redaktion. Ich habe überall Nachrichten hinterlassen, aber sie hat sich nicht gemeldet. Sie geht mir aus dem Weg. Ja, sie geht allem und jedem aus dem Weg. Sie weiß weder, wo sie herkommt, noch wo sie hin will. Ich habe mir ernsthaft überlegt, mit ihr zu einem Arzt zu gehen, egal was sie davon hält. Das ist eine gute Idee, wirklich. Ich erkenne Eden einfach nicht wieder. Ich verstehe nicht, wieso sie plötzlich so empfindlich ist. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Was hat sie nur für ein Problem? Ich weiß nicht. Ich denke, dieser verdammte André Wolf muss ein Schatten aus ihrer Vergangenheit sein. Cruz, ich weiß, dass du das nicht gern hörst, doch da ist noch eine Person, die sie in der Zeit erlebt hat, als sie von ihrer Reise nach Europa zurückgekommen ist. Robert. Oh nein, daran solltest du keinen Gedanken verschwenden, Mr. Warte, C. Warte, hör dir doch erst mal an, was ich sagen will, okay? Ich will dich damit auch nicht allzu sehr belasten. Doch sie sind sich sehr nahe gewesen. Vielleicht bringt Robert sie dazu, wenigstens ihm gegenüber ehrlich zu sein. Schatz, ich halte das offen gesagt für keine gute Idee. Es ist eine furchtbare Idee. Wirklich, ich würde Robert gern aus der Angelegenheit raus. Auch wenn er uns bei der Lösung von Edens Problemen helfen könnte? Mr. C., um eins klarzustellen, ich denke, kein Mann ist meiner Frau je so nahe gewesen wie ich. Cruz. Ganz abgesehen davon, ich arbeite wie ein Verrückter, um der Sache auf den Grund zu gehen, und ich bin ganz nah dran. Ich bitte dich nur noch ein bisschen Geduld zu haben. Ich wäre dir wirklich dankbar. Ich meine, wo habt ihr euer Vertrauen in mich gelassen? Ihr wart einverstanden. Wir haben alles Vertrauen der Welt in dich. Das weißt du. Du hast ein Problem damit, dass ich das auf meine Art und Weise löse? Oh. Nein, ganz und gar nicht. Ich schlage vor, Robert Barr aus der Sache vollkommen rauszuhalten. Ich habe Zeit. Du leugnest das nicht? Oh, also das ist es. Ich sagte dir schon die ganze Zeit, dass ich nichts damit zu tun habe. Ich bin der Ansicht, du lügst wie gedruckt. Ich meine, du und ich, wir reden doch aneinander vorbei. Das ist es. Meine Güte! Wie kannst du nur denken, ich hätte jemanden getötet, nach allem, was wir durchgemacht haben, unerhört? Gerade deswegen muss ich ja die Wahrheit über dich wissen. Denn so kann ich mit dir nicht weiterleben. Die Wahrheit. Du willst die Wahrheit. Ich will auch die Wahrheit hören. Das bringt uns doch auch nicht weiter. Wir beide haben schon so oft versucht, ehrlich zu sein und uns dennoch ständig angelogen. Aber nur, weil wir uns geliebt haben und uns nicht wehtun wollten. Keine Spielchen mehr. Sag mir die Wahrheit. Du willst die Wahrheit. Du willst die Wahrheit? Okay, dann werde ich sie dir sagen. Wie du denkst. Ich habe keine Angst vor dir. Du hast es ja nicht anders gewollt. Du hast überhaupt nichts verstanden. Das ist keine kleine Unstimmigkeit über einen unbedeutenden Fehler. Hier geht es um mehr. Hier geht es um uns und was aus uns geworden ist. Ich bin doch dieselbe, Lionel. Ich habe mich nicht verändert. Wie oft soll ich das noch sagen, bis du es begreifst? Robert, das ist nicht wahr, oder? Du wolltest Flame Beaufort erschießen? Wieso? Ich schätze, ich bin einfach ausgerastet, als du die Fehlgeburt hattest. Ich war der Meinung, Flame ist schuld. Sie war es, die dich unter Drogen gesetzt hatte. Sie sollte dafür bezahlen. Deswegen wolltest du sie erschießen? Nein. Versteh doch, ich... Ja, ich weiß, es ist falsch gewesen, aber ich habe sie ja nicht erschossen. Es hätte aber ins Auge gehen können. Die Patrone ging haarscharf an ihr vorbei, aber wenigstens ist sie mal still gewesen. Mason, halt doch den Mund. Kelly, es tut mir leid. Ich bin einfach durchgedreht. Robert, wieso hast du das getan? Wann wirst du endlich aufhören damit? Es ist ja vorbei. Es war falsch. Ich hab's abgehakt. Es ist erledigt, okay? Was hast du also gemeint, als du sagtest, du würdest alles für mich tun? So was sagt der Held im Film auch immer. Halten Sie endlich Ihren Mund, Mason. Wenn Sie den Streit brauchen, na bitte. Nur lassen Sie Kelly da raus. Robert, ich würde gerne mit meinem Bruder reden. Ich gehe jetzt wirklich nicht gerne. Doch was soll's. Robert, bitte lass das und geh. Ich weiß nicht, wer schlimmer ist. Ich trage keine Waffe. Für deine Umwelt wäre es vielleicht sogar besser. Ein Schuss durch dein Herz würde alle erlösen. Deine Waffe sind die Worte, Mason. Sie sind zwar nicht tödlich, aber sie machen einem Angst und ich denke, das gefällt dir. Ja, manchmal schon, aber meist möchte ich gar nicht so sein, ehrlich. Ich geb's ja zu, ich habe einen Killerinstinkt. Das liegt an meinem Blut. Das ist doch Blödsinn. Nein, ist es nicht. So war ich schon immer. Ich wäre auch gerne jemand anderes, das kannst du glauben, aber so einfach kann man leider nicht in eine andere Haut schlüpfen. Und ehrlich gesagt finde ich Selbstmord eklig, ein wirklich böses Zeichen für einen so durchtriebenen Kerl wie mich.
Du machst dir einen echten Jux daraus zuzusehen, wie Robert sich windet, oder? Der Mann ist in meinen Augen auch ein Wurm. Deine Arroganz ist wirklich ungeheuerlich. Und eins lass dir sagen, du entscheidest nicht, was aus Cambridge Wasser wird. Du tust das alles nur, um Daddy zu zerstören. Deswegen willst du ja auch, dass ich meine Anteile verkaufe. Doch bloß zu deiner eigenen Sicherheit. Aber du zerstörst die Familie. Ich hab damit nicht angefangen. Ach nein? Sei bloß dankbar, dass solche Typen wie ich auf diesem Planeten nicht allzu häufig vorkommen. Oh, Kelly. Gott sei Dank gibt es nur einen Mason. Hm? Amen. Hallo, mein Name ist Robert Barr. Ich habe ein Konto bei Ihnen. Ich wäre Ihnen wirklich sehr verbunden, wenn Sie heute noch ein paar Blumen ausliefern würden. Nein, dieses Mal in der Stadt. Hm? Miss Kelly Capwell. Sie kennen die Adresse? Sehr gut, danke. Nein, ich will keine Karte mitschicken, nur die Blumen. Danke sehr. Lionel, jetzt hör mir zu. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich habe Anthony gehasst und mein einziges Vergehen besteht darin, dass ich den Mann geheiratet habe. Dafür habe ich bezahlt. Aber für seinen Tod kann ich nichts und auch nichts für die Anschläge auf Robert Barr. Vollkommen egal, was er dir erzählt hat. Wie ist Robert Barr da hineingeraten? Meine persönliche Theorie ist, dass er der Verfasser der Briefe ist. Das liegt doch auf der Hand. Das ist eine interessante Theorie. Ich werde sie sofort überprüfen. Was hast du denn vor? Rausfinden, ob Robert blufft. Oder du. Oh. Hallo? Ich möchte gern mit Robert Barr sprechen, bitte. Hier ist Robert Barr. Mr. Barr, hier ist Lionel Lockridge. Augusta Lockridge ist meine Ex-Frau. Ah, und was kann ich für Sie tun, Mr. Lockridge? Nun, es ist eine recht unschöne Geschichte. Irgendjemand beschuldigt Augusta einer schrecklichen Sache, die bis in die Zeit zurückreichen müsste, als sie mit ihrem ehemaligen Boss verheiratet war, Anthony Tonnell. Oh, und was sind das für Anschuldigungen? Das wissen Sie nicht? Nein, ich dachte, Sie erzählen es mir. Sie wird beschuldigt, einen Killer bezahlt zu haben, der sie erschießen sollte. Weiterhin wird ihr vorgeworfen, am Tode von Tonnell mitschuldig zu sein. Oh, das hört sich ja wie in einem Groschenroman an. Sie schicken also nicht diese Drohungen? Was für Drohungen? Können Sie beschwören, dass Augusta nichts damit zu tun hat? Mr. Lockridge, das ist alles schon ziemlich lange her und ich bin mehr als glücklich, dass diese üble Zeit vorbei ist. Ich schlage daher vor, Sie und Ihre reizende Ex-Frau haken die Sache ab. Was hat er gesagt? Die Briefe als solche hat er nicht angezweifelt. Aber die Verantwortung für das Geschriebene hat er auch nicht übernehmen wollen. Aber das war ganz sicher, Lionel. Denkst du, das würde er gestehen? Der Mann hasst mich schon seit Ewigkeiten. Das ist schon immer so gewesen. Und jetzt will er sich gemütlich zurücklehnen und seinen Rachefeldzug durchziehen. Du gibst nie auf, oder? Und ich werde es auch nicht. Also willst du die kärglichen Überreste dieses äußerst verdrießlichen Albtraums, in den du uns hineingezogen hast, retten? Oder willst du, dass wir einen Schlussstrich ziehen? Robert davon abzuhalten, zur Testamentseröffnung zu kommen. Er sollte ihn davon abhalten, aber nicht gleich umbringen. Augusta? Oh, tut mir leid. Hallo, Lionel. Hallo, Julia. Hast du vergessen, dass wir essen gehen wollten, um meinen ersten Tag im Amt zu feiern? Ich wurde leider aufgehalten. Julia. Was ist? In deiner Funktion als Bezirksstaatsanwältin hast du doch Zugang zu sämtlichen Akten und Unterlagen. Weißt du vielleicht, ob Augusta jemals verdächtigt wurde, an der Anthony Tonnell-Mordgeschichte oder am Mordversuch an Robert Barr mitschuld zu sein? Du bist heute nicht besonders gelaunt, richtig? Was soll diese Befragung? Die Drohbriefe, er hat davon gehört. Julia, bitte sag ihm doch, dass ich davon absolut nichts weiß. Vielleicht glaubt er mir dann. Ja, ihr würde ich glauben, weil ich weiß, dass Julia nie jemanden belogen hat. Ich befürchte, deine Schmeichelei wird dir auch nicht weiterhelfen. Mir ist nicht erlaubt, über diese Vorgänge zu reden und außerdem bin ich nicht zuständig. Ja, aber... Ich fange ja auch heute erst an. Dann bitte ich dich, ganz inoffiziell, du bist doch ihre Schwester. Was kannst du mir sagen? Ich weiß zwar nicht, in was ich hier gerade reingeplatzt bin, doch wenn ich es mir recht überlege, will ich es auch nicht so genau wissen.
Und deswegen werde ich gehen. Julia, mach das unter euch aus. Julia! Was ist denn was? Tu mir das nicht an. Sag ihm, dass diese Anschuldigungen unberechtigt sind. Du stehst doch nicht vor Gericht. Doch, ich stehe vor Gericht. Das ist mein Ankläger, aber ich bin unschuldig. Das solltet ihr beide schön unter euch ausmachen. Julia, bitte sag doch irgendetwas. Das war's dann wohl. Ihr Schweigen hat wirklich Bände gesprochen. Was soll denn das schon wieder bedeuten? Was das bedeuten soll? Augusta, ich habe dir jede nur mögliche Gelegenheit gegeben, mir die Wahrheit zu sagen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin etwas enttäuscht darüber, dass du kein Vertrauen hast. Na schön! Ich weiß! Ich bin eine eiskalte Mörderin! Bist du jetzt zufrieden? Das ist zwar absoluter Unsinn, aber ich sage es, weil ich will, dass wir uns wieder vertragen. Das reicht jetzt. Was hast du vor, Lionel? Um Gottes Willen, langsam machst du mich wirklich fertig. Ich werde dir mal was sagen, Augusta. Ja, ich glaube wirklich, dass du denkst, du hättest nichts Falsches getan. Ich bin der Überzeugung, dass du nicht mehr zwischen der Realität und deinen Vorstellungen unterscheiden kannst. Was willst du eigentlich mit diesem Koffer? Das ist doch offensichtlich. Ich packe meine Sachen. Aha, und warum? Da solltest du nun wirklich selbst drauf kommen. Oder muss ich dir das auch noch sagen? Nein, nein, ich werde dir was sagen. Ich denke, dass du ein kleinstädtischer, bornierter, beschränkter Kriecher bist, der sein Fähnchen immer in den Wind hängt. Aha. Es ist bestimmt nicht leicht mit mir, aber ein wenig solltest du mir schon vertrauen. Wie viele Leichen hast du eigentlich im Keller vergraben? Antworte mir! Man wirft nicht mit Steinen, wenn man im Glashaus sitzt. Wenn du gehen willst, na los, dann verschwinde endlich von hier. Aber glaube mir, diesmal gibt es kein Zurück mehr. Denn wenn du mich jetzt verlässt, will ich dich nie wiedersehen. Nie wieder. Ich hoffe, das war nicht dein ganzes Essen. Schön, dass du doch noch kommst, Kelly. Hier, setz dich bitte. Vielen Dank. Woher der plötzliche Meinungswandel? Ich wollte mich gerne persönlich für die wunderschönen Blumen bedanken. Blumen? Oh nein, wie ungeschickt. Ich dachte, die Blumen wären von dir. Ich wünschte, sie wären es, um die Wahrheit zu sagen. Ich habe schon tagelang daran gedacht, ein ganzes Gewächshaus voller Orchideen zu dir nach Haus zu schicken. Ein ganzes Gewächshaus? Das ist ein bisschen viel, oder? Ich glaube, das ist erst der Auftakt, Blondie. Oh, dann bin ich gespannt, wie die Zugabe aussieht. Wenn du mir noch so ein Lächeln schickst wie eben, dann bin ich wahrscheinlich zu fast allem fähig. Kann ich warten oder rechnen Sie heute nicht mehr mit Craig? Tut mir leid, kann ich nicht sagen. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Nein. Es geht um die El Camino-Abfüllanlage. Seit Cambridge Wasser de facto aus dem Rennen ist. Wenn Craig wiederkommt, richten Sie ihm aus, ich möchte ihn sprechen. Wird erledigt. Oder haben Sie noch was anderes auf dem Herzen? Ja, haben Sie meine Tochter Eden in letzter Zeit getroffen? Wir sehen uns gelegentlich. Wieso? Ich glaube, sie hat eine Menge Probleme. Ich möchte ihr helfen. Ich dachte, dass Sie mir bei der Lösung vielleicht behilflich sein könnten. Ich habe Eden in der Redaktion angerufen, aber sie ist dort verschwunden, ohne sich zu melden. Nichts Neues. Denkst du wirklich, dass es richtig ist, ihr nichts zu erzählen? Weißt du, Sophia, im Augenblick glaube ich, dass es klüger ist. Entschuldigung, ja? Der Wagen von der italienischen Botschaft ist gekommen. Fantastisch, wir sind soweit. Das ufert langsam ins Lächerliche aus. Man könnte meinen, die Königin Mutter erscheint. Ich bitte dich. Ich weiß, es ist ziemlich edel. Ich kann mich noch an ein Bild erinnern, auf dem die Geliebte des Zaren die Tiara trug. Kurz bevor sie erschossen wurde. Wir reden nur einmal über Eden. Wie geht es dir eigentlich bei der ganzen Geschichte? Ich mache mir Sorgen. Ist alles in Ordnung? Danke, es geht mir gut und bald ist alles so, wie es früher gewesen ist. Ich würde Ihnen gern dabei helfen, das durchzustehen. Aha, Botschafter Rinaldo nehme ich an. Ich bin Inspektor Castillo vom Santa Barbara Police Department und ich gehe mal davon aus, die gnädige Frau kennen Sie. Contessa, es ist eine große Ehre für mich, heute bei Ihnen zu sein. Ah, Signor Rinaldo, vielen Dank. Wirklich, Sie machen mich ganz verlegen, wenn Sie mich Contessa nennen. Ich glaube, Sie haben mir etwas mitgebracht. Allerdings. Oh,
Das ist unglaublich. Das raubt einem glatt den Atem. Ich weiß nicht viel über Juwelen, aber das hier ist wirklich sehr beeindruckend. Oh, meinen Sie, ich könnte... Sie ist vollkommen, nicht wahr? Oh, ja. Sie kennen die Geschichte, die man sich darüber erzählt, höchstwahrscheinlich schon. Der Fluch? Oh ja, natürlich. Wenn man so etwas Schönes sieht, dann kann man sich nicht vorstellen, dass ein Fluch darauf liegt. Aber andererseits ist die Historie ja nicht zu leugnen. Sophia, du hörst dich langsam fast an wie Mason. Ja, das ist möglich, das finde ich, aber nicht tragisch. Genau genommen ist dies auch nichts anderes als eine Form von Kohlenstoff und... dahinter muss nicht unbedingt etwas Mysteriöses verborgen sein. Denken Sie nicht auch? Das ist jetzt also unser Ende. Wie ich dich kenne, kann ich dich von dieser Idee nicht abbringen. Denkst du denn, das ist einfach für mich? Es ist für mich eine schwere Entscheidung. Du musst besser zielen. Los, dann geh doch, verschwinde endlich! Du bist ja vollkommen verrückt. Ich hasse dich! Ich liebe dich. Robert Quinn, das ist sicher schon verwirrend. Zunächst Miss Wainwright oder Mrs. Capwell, danke ich Ihnen, dass Sie mich nochmal empfangen haben. Gibt es irgendetwas, das wir bei Ihrem gestrigen Besuch nicht besprochen haben? Ja, wir haben dummerweise gerade das ausgelassen, was mir am wichtigsten ist. Flame Beaufort. Zumindest sprechen Sie von ihr nicht in der Vergangenheit. Oder ist was passiert? Ich weiß von nichts. Aber Sie lassen sich wohl kaum auf eine Diskussion darüber ein, wie sie legal zu beseitigen ist. Timmons hat ihr nun mal zur Immunität verholfen. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Aber diese Frau betrügt doch nun schon ihr Leben lang auf Schritt und Tritt. Und wir könnten sie auf vieles festnageln. Wir? Ihre Hilfe als Bezirksstaatsanwältin ist hier gefragt, nicht nur zu meinem Vorteil. Es wäre zum Wohl der Allgemeinheit, wenn Sie sie aus dem Verkehr ziehen würden. War wohl eine harte Nacht. Ein ehemaliger Kollege war so gütig, mir seine Couch zur Verfügung zu stellen. Nur leider hat er die halbe Nacht mit seiner Freundin gestritten. Da war nicht viel mit Schlafen. Oh, das kenne ich. Ein weiteres Opfer der Liebe. Wieso stehen Sie denn hier rum? Setzen Sie sich. Spüren Sie diese Nacht runter. Eigentlich müsste ich was essen. Was? Nehmen Sie doch das. Ich hab's nicht angerührt. Ich habe mich kurzfristig für eine Flüssigdiät entschieden. Hier, greifen Sie zu. Danke. Ein bisschen früh für das Zeug. Nach Konvention habe ich mich noch nie gerichtet. Nein, wenn mir danach ist, gebe ich meinen Launen nach. Was haben Sie? Kurz gesagt, ich habe nicht aufgepasst, wohin ich gehe. Und plötzlich war da so ein unangenehmes Hindernis. Verstehe. Sie sollten künftig besser aufpassen. Ja. Ich wollte Sie aber nicht in Ihrer Beschäftigung stören. Oh, das ist weiter nichts. Ich notiere mir nur gerade ein paar Namen. Im Grunde völlig überflüssig, sie aufzuschreiben. Sie haben sich schon in meinem Hirn festgesetzt. Keith Timmons, Gina Timmons, Michael Donnelly, Mason Capwell, C.C. Capwell. Klingt wie die Gästeliste zu einer Party, bei der Sie nicht willkommen sind. Ja, so ist es. Ich verzichte auf Leute, die früher auf mir rumgetrampelt sind. Er ist gerade erst gekommen. Sie wissen, was zu tun ist. Die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Teil des Museums lassen einiges zu wünschen übrig. Ja, wir müssen es so verstärken, dass die Tiara so sicher ist wie die Kronjuwelen, ohne dass man es nach außen hin merkt. Mr. Wolf wird sie inspizieren. Wenn er eine Falle wittert, haben wir kein Glück. Das Wort Glück wollen wir im Zusammenhang mit diesem Diadem lieber vergessen. Ja, ja, ich wollte diesen Aberglauben erst gar nicht an mich heranlassen. Das ist das Ergebnis. Nanu, ihr seht mich an, als wenn ich ein Geist wäre. Hallo. Und woher wusstest du... Im Center ist das Gerücht aufgetaucht, dass hier im Museum etwas vorgeht. Ich hätte mir unterwegs überlegt, wie ich mir Eintritt verschaffe. Aber nun seid ihr hier. Was ist los? Naja... Oh, fantastisch.
Das ist unglaublich. Wisst ihr, woher es kommt? Das ist die bekannte Amonti-Tiara. Der Graf Amonti ist kürzlich verstorben. Und sie wurde an mich weitergegeben. Aber du gehörst nicht einmal mehr zur Familie. Ich war mit dem Sohn des Grafen verheiratet, deshalb geht sie der Tradition nach automatisch an mich. Und hältst du das nicht für sehr gefährlich? Wieso? Was meinst du mit gefährlich? Oh, nichts weiter. Auf welcher Seite stehst du, Eden? Wolltest du ihnen sagen, schließt es gut weg, damit es euch nicht gestohlen wird? Du weißt doch ganz genau, was wir tun werden. Wenn es der liebsten Mami etwas bedeutet, müssen wir es unbedingt haben. Entschuldigung. Sie genehmigen sich wohl gerade noch einen kleinen Schlummertrunk. Ich? Oh, nein, nein. Ich hänge hier rum wie Madame Dufarge, bis auf das Strickzeug natürlich, aber... ich habe von dem Kopf eines Aristokraten geträumt. Madame Dufarge, haben Sie das in einer Quizshow aufgeschnappt? So etwas Überhebliches. Ich war vielleicht nicht so im Vorteil wie Sie, Mason Capwell, aber mit Ihrem IQ kann ich locker mithalten. Also kleben Sie nicht nur aus reiner Dummheit an diesem Stuhl fest, während Ihre ganze Existenz in sich zusammenfällt. Nicht so Nichols, und was Ihre Marotte sich hier anrufen zu lassen angeht. Das dürfte Sie die längste Zeit aufgeregt haben, Mason. Ich verlasse wahrscheinlich die Stadt. Sie sagten doch, Sie wollten bleiben. Das hatte ich auch vor, aber soeben hat mich der Manager einer Umweltorganisation in Los Angeles angerufen und mich gefragt, ob ich nicht vielleicht sein Assistent werden möchte. Tja, ich habe mir Bedenkzeit erbeten. Können Sie sich noch erlauben, wählerisch zu sein? Also verliere ich meinen einzigen Freund? Das Beste wäre, wenn Sie mitgingen. Ihr korrupter Beschützer hat nichts mehr zu sagen, der ist seinen Job los. Santa Barbara ist nicht mehr das richtige Pflaster für Sie. Beschützer? Wovon sprechen Sie? Sie dürften wissen, dass Keith Timmons abgedankt hat. Er hat das Amt des Bezirksstaatsanwaltes niederlegen müssen. Oh mein Gott. Ja, da hilft wirklich nur noch beten, Miss Beaufort. Ich habe den Verdacht, dass Sie bei dem neuen Bezirksstaatsanwalt wenig Chancen haben dürften. Wer ist das? Meine ehemalige Frau. Darf ein neuer Bezirksstaatsanwalt etwa meine Immunität aufheben? Nein, leider nicht. Aber wie auch immer. Sollte sie irgendetwas Neues über sie in Erfahrung bringen, hat sie freie Hand. So dass ihre Tage in Santa Barbara gezählt sein dürften. Das ist für sie die beste Möglichkeit, sich ihrem speziellen Freund hier anzuschließen und die Stadt schnellstens zu verlassen. Sollte ich je für dieses Amt kandidieren, wird mein Wahlkampfslogan lauten Gefälligkeiten abgelehnt. Sie dürften bei Flame leicht etwas finden, das außerhalb ihrer Immunität wäre. Sie verstehen mich nicht. Ich bin nicht der liebe Gott, der hier zu Gericht sitzt. Und ich lasse persönliche Rachebedürfnisse nicht zu. Sie verdient es nicht, frei herumzulaufen. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber es mag Leute geben, die das auch von Ihnen sagen. Und Ihre Gegenwart wird offen gestanden als beunruhigender empfunden. Dass Sie das so sehen, finde ich bedauerlich. Es erstaunt mich immer noch, dass Sie sich bei Ihrem ersten Besuch hier darüber beschwert haben, wie mühsam und lästig es für Sie wäre, in der Rolle als Robert Barr aufzutreten. Ja, aber inzwischen hat Kelly ihr Baby verloren. Und ich wüsste jetzt nicht mehr, warum ich versuchen sollte, Roberts Haut abzustreifen. Ich bin zwar nicht Robert, aber ich fühle mich auch nicht mehr als Quinn. Verstehen Sie, ich benehme mich nicht mehr wie Quinn. Ich denke auch nicht wie er. Und aus meiner Sicht gibt's Quinn nicht mehr. Er starb am selben Abend wie Robert. Nicht für mich. Hören Sie, ich weiß, dass es leichter für uns beide wäre, wenn ich Sie nicht mit hineingezogen hätte. Aber das kann ich im Nachhinein nicht mehr ändern.
Sie könnten fortgehen, aber diesen Vorschlag habe ich Ihnen schon einmal gemacht und Sie wollten nicht auf mich hören. Und ich habe Ihnen auch sehr aufmerksam zugehört. Und im Grunde sage ich mir dasselbe. Bloß ich kann mich nicht überwinden, Kelly zu verlassen. Selbst dann nicht, wenn es besser für Sie wäre? Es ist aber nicht besser für Sie. Und wenn ich etwas mit Sicherheit weiß, dann das. Eher würde ich meinen Namen vergessen. Entweder Sie sind ein beispielloser Egoist, oder Sie wissen etwas, das sonst niemand weiß, nicht einmal Kelly. Halten Sie es für denkbar, dass eine Frau, die aufrichtig liebt, dadurch bewirkt, dass ein Mann zu sich selbst findet und vielleicht sogar mehr büßt, als wenn er 20 oder 30 Jahre sitzen müsste? Aber Sie waren ja noch gar nicht im Gefängnis. Anscheinend erkennen Sie immer noch nicht, in welche unhaltbare Lage Sie mich sowohl persönlich als auch beruflich gebracht haben. Ich werde dazu beitragen, dass Menschen wegen geringerer Verbrechen verurteilt werden, als Sie sie begangen haben. Vor meinen Augen werden Sie abgeführt, während Sie von Ihrer Beute profitieren können. Hören Sie, Julia, bei allem Respekt, und das ist ganz ehrlich, ich empfinde Respekt für Sie, regt Sie möglicherweise die Tatsache, dass ich mit meinen Verbrechen davonkomme, unter anderem auch deshalb so auf, weil ein gewisser Dash Nichols nicht bekommen hat, was er verdient? Ich kann meine Erfahrungen von denen anderer Leute ohne Probleme trennen. Es geht hier um Sie. Sie geben sich für Ihren Bruder aus, täuschen Kelly und erwarten von mir, dass ich Sie dabei unterstütze. Und das bedauere ich zutiefst. Und inzwischen bedauern Sie sicher auch, dass Sie mir geraten hatten, es ihr nicht zu sagen, als ich es wollte. Das war ein Fehler, den Sie jetzt korrigieren sollten. Und nicht nur Kelly hat ein Recht auf die Wahrheit, auch alle anderen sollten ihr Geheimnis erfahren. Das ist das Letzte, was ich tun sollte. Ich habe eine kleine Chance, endlich besser zu leben. Und ich bin überzeugt davon, dass ich Kelly wirklich glücklich mache. Wem wäre also damit gedient, wenn ich alles verlieren würde? Denken Sie darüber nach. Es tut mir leid, aber ich habe definitiv nicht die Absicht, mich zu opfern oder Kelly, damit Sie Ihren Seelenfrieden kriegen. Statt dachte ich, er würde sich so für dich schämen und dir daraufhin sagen, wie schrecklich enttäuscht er von dir wäre. Ich hatte mir schon überlegt, wie ich dich entschuldigen und ihn beruhigen sollte. Aber es passierte nichts. Ganz im Gegenteil, er wollte dir nacheifern. Und das war das Schrecklichste daran. Aber das zeigt nur, wie sehr er mich liebt. Ich habe begriffen, dass ich ihm gegenüber verantwortungsbewusster sein muss. Ich muss ein besseres Beispiel abgeben. Gina, ich habe auch zum Thema Eltern viel dazugelernt. Gib mir die Chance, das anzuwenden. Ich kann mir nicht mehr trauen. Jedenfalls nicht in deiner Nähe. Und das muss ich mir immer vor Augen halten. Ich bin froh, dass mir das klar wurde. Ich habe begriffen, dass du für meinen Sohn kein Vorbild sein kannst. Und ich darf nicht zulassen, dass mein Kind unter unserer Liebe leidet. Du beschreibst mich wie ein Monster. Sieh dir deinen Sohn an. Keiner würde ihn für unglücklich halten. Er ist besser erzogen und viel schlauer als alle Kinder, die ich kenne. Er ist manchmal sogar erwachsener als wir. Und, ist das nicht traurig? Dass ein Kind versucht, sich wie ein Erwachsener aufzuführen? Möchtest du, dass sie ein Vorbild für ihn ist? Ich liebe dich viel zu sehr. Ich verliere mich in deiner Nähe. Ich bin ständig damit beschäftigt, Entschuldigungen für dein Verhalten zu suchen. Und das ist nicht gut für Brandon. Ich will immer mit dir zusammen sein. Ich will, dass wir die Familie werden, die ich mir erträumt hatte. Deshalb habe ich mich überwunden, dir bei deinen Intrigen zu helfen. Wieso drängst du mich in die Defensive? Deine Intrigen übertreffen doch wohl alles. Das ist vorbei. Sowas mache ich nicht mehr. Ich habe mit aller Kraft versucht, mich zu ändern, und das ist mir nicht immer leicht gefallen. Andernfalls würde ich Brandon ohne Bedingung CC überlassen. Wenn du dich ändern kannst, wieso soll ich's nicht können? Du begreifst nicht, dass du was falsch gemacht hast. Du siehst es lediglich als Pech an, erwischt worden zu sein. Du bist kriminell veranlagt, Keith. Und selbst wenn ich ignorieren würde, was du tust, CC würde es nicht, da kannst du sicher sein. Und selbst wenn es ihn nicht geben würde, würde ich nicht wollen, dass Brandon einmal so wird wie du. Das ist mir ziemlich neu. Denn noch vor kurzem wolltest du unbedingt, dass wir ein Kind miteinander haben. Jetzt bin ich froh, dass wir kein Baby haben. Brandon, wieso kommst du schon? Was ist aus deinem Clubtreffen geworden? Ich hab's abgesagt. Was ist denn los? Wart ihr vielleicht der Meinung, ich erfahre schon aus der Zeitung von diesem Ereignis? Ich wollte dich im Sender anrufen, aber anscheinend warst du schon weg.
Wie ist deine Ausrede? Ich muss noch ein paar Sicherheitsmaßnahmen klären. Es dauert nicht lange. Bis nachher. In Ordnung. Auf Wiedersehen, Michael. Ich hatte daran gedacht, es dir zu erzählen, Schatz, aber ich... Aber ich wollte dich nicht in die Zwickmühle bringen, dich entscheiden zu müssen, es in deiner Sendung zu erwähnen oder meinetwegen geheim zu halten. Es ist eine öffentliche Ausstellung. Ich hätte es wissen sollen. Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Ich meine, das hier betrifft schließlich meine Familie. Und dass ich Geheimnisse bewahren kann, dürftet ihr wissen. Ich weiß es. Ich bin schon etwas frustriert. Das ist doch vollkommen klar. Ganz ja, ruhig. Ich verstehe natürlich, warum du frustriert bist. Sonst verpasst du womöglich die einmalige Gelegenheit, die Gräfin Armonti um ihren wertvollen Besitz zu erleichtern. Ich wollte dich wirklich nicht kennen. Sei schlau. Tu so, als würdest du mitspielen. Ich zeig dir, wie es geht. Eden? Ihr habt recht. Tut mir leid, Cruz. Verzeih mir, Mama. Ich hatte nicht vor, deine Ermittlungen zu gefährden. Bitte verzeiht mir. Ich wüsste nicht, was ich dir verzeihen sollte. Ich hätte nur gern, dass du endlich mit mir darüber redest, was mit dir los ist. Ach, was soll denn sein? Es ist alles in Ordnung. Wollen wir es hoffen? Ja. Ich weiß, dass du für die Gala Unterstützung brauchen kannst. Ich möchte dir gern behilflich sein. Gibt es eine Möglichkeit zu helfen? Und dir verspreche ich, ich werde nichts ausplaudern, was du nicht willst. Julia, das war mein völliger Ernst. Ich empfinde sehr viel Respekt für Sie. Es gibt in meinem Leben viele Menschen, die mich respektieren, und dennoch hören sie nicht auf das, was ich ihnen rate. Ja, Penny? Gut, ich erwarte Sie. Beweisstück 1. Du wirst mich doch nicht vor den Augen der Bezirksstaatsanwältin erwürgen wollen. Wahrscheinlich bist du hier, um mich zu begraben. Oh, Flame, ich denke, das schaffst du früher oder später auch ganz allein. Gerade ist mir klar geworden, dass es weltweit nur 3 Leute gibt, die wissen, wer du wirklich bist. Und wir sind alle in einem Zimmer. Wow. Ich hätte furchtbar gern Mäuschen gespielt, als er ihnen alles gestanden hat. Das müsste ihnen doch reichen, oder? Ich meine, er muss doch... mindestens auf 2 Dutzend Verbrechen festzunageln sein. Aber sie konnten ja nichts unternehmen. Doch jetzt sind sie Bezirksstaatsanwältin und das hilft ihnen nicht weiter. Was suchen sie denn nun hier, Flame? Ich glaub's nicht. Wollen sie nicht einfach zu Kelly und den anderen Capos gehen und sie aufklären? Dieses Bedürfnis hatte ich schon öfter. Ich habe nur Angst davor, was er dann macht. Sie wollen wissen, was ich hier suche? Ich würd's begrüßen, wenn sie ihn wegen versuchten Mordes ins Gefängnis werfen. Ich bin drauf und dran, diesen Versuch zu wiederholen. Ich verabschiede mich lieber. Danke, Julian. Ihr Ex hat mir gesagt, dass sie mich drankriegen wollen. Und er hat mir auch erklärt, dass ich meine Immunität behalten werde. Das ist in beiden Punkten korrekt. Ihre Immunität steht und ich habe vor, sie dranzukriegen. Wenn sie die Grenzen der Legalität auch nur um Haaresbreite überschreiten sollten, werde ich sie verhaften und einsperren lassen. Ob es sich um Trunkenheit am Steuer handelt, und seien Sie sicher, dass ich das schon von Weitem riechen werde, oder um Kontakt mit stadtbekannten Kriminellen, Belästigung, Kidnapping, Vergiftung oder irgendeine andere Variante aus Ihrem reichhaltigen Repertoire. Sie sind so schnell im Gefängnis, dass Sie den Officer, der Sie festnehmen wird, nicht mal mehr verführen können. Und eins ist sicher, ich lass nicht mit mir handeln. Amen. Und ein sauberer Wind weht über das Land. Halleluja! Liebling, Keys verreist geschäftlich. Hast du Probleme? Wie kommst du auf die Idee? In der Schule sagen sie, du wärst nicht mehr Bezirksstaatsanwalt. Wieso weiß ich nichts davon? Tja, weil das ein schneller Entschluss war. Nach dem, was du gestern gesehen hast, war ich praktisch gezwungen, die Wirkung, die dieser Job auf mich hat, noch einmal zu überdenken. Wer hat dich gezwungen? Mom? Nein, ich meine, deine Mom sorgt sich selbstverständlich um mein Wohlergehen. Aber es ist so, dass ich erst einmal in mich gehen möchte. Ich bin nämlich zu einem Menschen geworden, der mir nicht besonders gut gefällt. Ich will zu meinen Mitmenschen nicht mehr gemein sein.
Und wo musst du geschäftlich hin? Oh, es ist nicht so weit. Nur runter nach San Diego. Ich werde mich dort nach den Möglichkeiten in der Privatwirtschaft umsehen. Aber wenn du nur verreist, musst du doch deine Büroklammern nicht mitnehmen. Weißt du, Keith will sich nach einem Job als Handelsvertreter umsehen. Und falls er den kriegt, wäre er viel unterwegs. Wir bleiben natürlich in Verbindung. Warum behandelt ihr mich noch immer, als wenn ich ein dummes Kind wäre? Gib schon zu, dass du wieder ausziehst. Habt ihr euch schon wieder gestritten? Nein, Brandon, es geht nicht um Streit. Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich in mich gehen muss. Um mein Leben neu zu ordnen. Und wieso geht das nicht hier? Ihr habt doch heiraten wollen. Wir verschieben unsere Hochzeit. Für eine Weile. Ich werde dich nicht gehen lassen. Brandon. Okay. Von Mann zu Mann. Wie unter Erwachsenen. Also, du wirst ja wohl wissen, wie lieb ich dich habe, stimmt's? Gut. Und wen man lieb hat, dem will man nicht wehtun, stimmt's? Also mein Verhalten war ein wenig daneben. Und ich war dadurch ein ziemlich schlechtes Beispiel für dich. Mit anderen Worten, mein Einfluss auf dich war nicht der beste. Und wenn ich jetzt ganz offiziell dein Dad sein soll, dann muss ich mich im Griff haben, Junge. Und dazu brauche ich eben ein wenig Zeit, um herauszufinden, wo ich falsch lag und um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholen wird. Ergibt das einen Sinn für dich? Ja, schon. Aber... Weißt du, wenn schon ein Vater seinem Kind kein gutes Beispiel ist, wer soll es dann sein? Ich mach mich nicht wieder auf und davon. Ihr zwei seid wirklich das Beste in meinem Leben. Und da müsste ein Mann schon ziemlich bescheuert sein, wenn er auf das Beste in seinem Leben verzichtet. Und darum komme ich wieder. Keith, geh nicht! Geh doch endlich, bitte, schnell! Natürlich liebe ich ihn. Dann darf er nicht gehen. Ich werde ihn zurückholen. Brandon! Brandon! War die Tiara immer im Besitz der Armontis? Ich danke dir. Nein, sie war das Geschenk eines russischen Zaren an seine Mätresse. Die war eine Armonti und seither ist sie im Familienbesitz. Der muss ja völlig verrückt nach ihr gewesen sein. Ich meine, wie war sie? War sie berühmt oder berüchtigt? War sie eine geheimnisvolle Schönheit? Keine Ahnung, ich weiß... wirklich nicht sehr viel darüber. Aber etwas weißt du schon. Tja, dass sie noch verhältnismäßig jung war, als die Tragödie ihren Lauf nahm. Oh, wie traurig. Hast du die Tiare getragen, als du Gräfin warst, Mama? Nein, natürlich nicht. Sie wurde ewig nicht getragen. Ich denke nicht mehr seit 1920, als die alte Gräfin starb. Und als sie starb, hat sie vermutlich das Diadem getragen, hm? Ja. Wirklich? Man sagt, dass sie es getragen hat, aber ich denke, dass es nach allem, was man bisher weiß, nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Gibt es sonst noch irgendwelche Geschichten zu der Tiara? Ach, Legenden ziehen nun mal Gerüchte, Klatsch und Halbwahrheiten wie ein Magnet an, kaum dass sie aufgetaucht sind. Das ist hier ebenso. Und nebenbei ist der Wert des entsprechenden Objektes kräftig gestiegen. Apropos Wert. Wie steht es um die Sicherheitsvorkehrungen im Museum während der Veranstaltung? Sie arbeiten daran. Cruz ist dort. So dumm, dass Sophia die Tiara nie getragen hat, damit die Legende weitergeht. Naja, macht nichts. Wir können sie ihr wenigstens wegnehmen und das wird uns sehr viel Spaß machen. Ich kann sie eh nicht stehlen. Das wäre nicht richtig. Tut mir leid, wir haben bereits abgestimmt. Und ja, überwiegt. Ich zerbrech mir den Kopf, wie man Sophie am besten dafür bestrafen könnte, dass sie dich verlassen hat. Und das hier dürfte die Lösung sein. Wir stehlen ihr eine unbezahlbare Erinnerung daran, dass sie einmal eine Armonti war. Wieso kann ich ihr nicht einfach sagen, was ich empfinde? Du weißt doch nicht einmal, was du empfindest. Seit ich in deine Welt getreten bin. Und außerdem bist du viel zu nachgiebig. Ein paar falsche Tränen von ihr und du würdest dir verzeihen. Eden, ist alles in Ordnung?
Oh ja, sicher. Ich habe nur gerade über den Zaren und seine Mätresse nachgedacht. Ich sollte jetzt gehen. Aber bei den Vorbereitungen für deine Gala würde ich dir wirklich gern behilflich sein. Du würdest mir helfen. Es ist sehr viel zu tun. Danke. Du rufst mich an. Mach ich. Ja? Bis bald, Mama. Wiedersehen. Mach's gut. Pass auf dich auf, Prinzessin. Du darfst keine Zeit verlieren. Wir müssen sofort zu André. Gehen wir eben. Die Fotozellen und die Drucksensoren funktionieren einwandfrei. Und wie steht's mit dem Zusatzalarm? Wir arbeiten noch dran. Uns fehlen zwar ein paar Leute, aber wir werden's schaffen. Okay. Du, hör mal, ich müsste da was loswerden. Es betrifft Keith Timmons. Du sollst angeblich Informationen, die ihn in den Knast gebracht hätten, bewusst nicht genutzt haben. Ja, das trifft zu. Ich dachte, der Typ ist verrückt. Warum? Weil Cici mir klargemacht hat, dass es ungünstig für Brandon wäre, wenn Keith in aller Öffentlichkeit gedemütigt würde. Und da habe ich zugestimmt. Und Cici hatte nicht vielleicht Angst davor, dass Brandon ihn hassen würde? Weil er Keith geschadet hat und deshalb zum Altruisten geworden ist. Diese Möglichkeit ist nachvollziehbar, aber das Wichtigste ist, dass Keith seinen Job verloren hat. Und dass wir Informationen haben, die wir im Wiederholungsfall gegen ihn verwenden können. Hervorragend. Die ehrlichen Bürger Santa Barbara sollten dankbar sein, weil man ihre Interessen so gut vertritt. Zumindest ihr prominentester Industrieller und der Star unter den Polizisten. Also, ich weiß solche jetzt Deals nicht. Wurden früher hinter den verschlossenen Türen verquanter Hinterzimmer vereinbart, gut, Inspektor. Aber die Welt ist nun mal leider nicht perfekt, Michael. Ach ja, und das ist deine Antwort? Auf den Skandal, dass man einen Mann wie Timmons mit seinen Verbrechen laufen lässt? Dass Verbrecher ungeschoren davonkommen, passiert praktisch jeden Tag. Das sticht einem förmlich ins Auge. Hier ist Korruption an der Tagesordnung und Grausamkeiten geschehen rund um die Uhr. Es war sehr desillusionierend für mich, als mir klar wurde, dass ich die Welt nicht zu dem machen konnte, was ich mir darunter vorstelle. Also tue ich mein Möglichstes und solange die Resultate akzeptabel sind, mache ich weiter. Wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich aufhören. Siehst du, und ich glaube zufällig, dass ja Verschiedenes ganz und gar falsch ist. Dass gewisse Zugeständnisse unhaltbar sind, Inspektor. Und dazu gehört vor allem ein Deal, der Verbrecher wie Timmons begünstigt und obendrein gegen den Eid verstößt, den du geschworen hast, um dieses System zu erhalten. Aha, und findest du es besser, Nachsicht gegenüber Nicky Alvarez kriminellen Aktivitäten zu üben, weil du genau wusstest, dass das das Leben ihres Bruders retten würde? Oder Berichte zu schreiben, nach denen Dash Nichols Julia entführt hat, obwohl du genau wusstest, dass es umgekehrt war? Bist du nicht auch der Meinung, dass man in diesem Job fast ständig vor die Wahl gestellt wird, ob man das kleinere oder größere Übel will? Du hast recht. Das, was du mir da vorhältst, war ebenso schlimm. Ach, vergiss es. Ich behaupte ja nicht, dass man leicht damit umgehen kann. Ich hatte damit zunächst auch meine Probleme. Das gebe ich zu. Ich weiß nicht, warum ich so aggressiv bin. Ich weiß es nicht. Was du, seit Nicky tot ist, kriege ich das einfach nicht und mehr in. Und genau damit wird es auch zusammenhängen. Und wenn du mich fragst, wärst du, glaube ich, gut beraten, wenn du dich einfach dazu bekennen würdest. Eines Tages kriegst du dich dann auch wieder in den Griff, Michael. Sei aber darauf gefasst, dass es für dich nochmal sehr schwer werden wird. Ja, aber ich lasse es an Leuten aus, die mir etwas bedeuten. Vance, was ist? Von Männer, sein Auftrag. Die Tiara soll unter strengster Bewachung zum Reinigen in die Stadt. Und über Nacht sollen wir sie in einem Safe deponieren. Bitte sehr. Dann bringen wir hier inzwischen das Alarmsystem in Ordnung. Sagen Sie ihm, das geht klar. Okay. Und hoffentlich fällt uns inzwischen etwas Passendes ein, damit der Kerl endlich anbeißt. Ich glaube, diesmal passe ich. Hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Natürlich, jedes Wort. Die Amonti-Tiara ist von besonderer Schönheit und Millionen wert. Der Einbruch wäre schwierig, aber trotzdem durchführbar. Und du arbeitest auf jeden Fall von innen, damit es nicht so riskant ist. Und? Aber ich habe auch gehört, was du nicht gesagt hast. Es ist zu gefährlich und liegt nicht unbedingt auf meiner Linie. Es wird die ausgeklügelsten Sicherheitsvorkehrungen geben. Und das Risiko ist mir zu hoch, dass etwas schief geht. Hast du Angst zu versagen? Das passiert mir nicht, eben weil ich auf Vorsicht großen Wert lege. Deswegen bin ich schon so lange im Geschäft. Ich riskiere enorm viel. Aber nur, wenn ich überzeugt bin, dass es sich lohnt.
Und eines werde ich nie tun. Ich lasse mich nicht durch persönliche Motive anderer zu irgendetwas überreden. Was meinst du damit? Ich finde, es ist offensichtlich, worauf es dir bei dem Coup vor allem ankommt, ma chère. Die Tatsache, dass deine Mutter diesmal das Opfer wäre. Ach, und wenn schon? Diesmal steht so viel mehr auf dem Spiel. Allerdings ein paar Millionen. Und ich möchte dieses Stück unbedingt haben, wem auch immer es gehört. Lisa, seit wir uns kennen, besteht diese Hassliebe zu deiner Mutter. Gut, das ist dein Problem. Aber wenn es sich auf die Arbeit auswirkt, wird es zu meinem Problem. Wann hätte es sich hier auf unsere Arbeit ausgewirkt? Es wird offenbar schlimmer. Dir scheint inzwischen vollkommen gleich zu sein, was auf dem Spiel steht. Hauptsache, du verletzt Sophia. Aber ich werde nicht ins Gefängnis gehen, nur um irgendwelche lebenslang wiederkehrenden Wutanfälle zu befriedigen. Und deswegen heißt diesmal die Antwort nein. Meine internen Quellen sagen mir, dass er demnächst die Stadt verlassen wird. Gut. Welche internen Quellen denn? Eine Umweltgruppe in Los Angeles hat ihm genau den richtigen Job offeriert. Es würde mich nicht wundern, wenn er bereits gepackt hätte. Du hast da nicht zufällig ein klein bisschen nachgeholfen? Meiner Ansicht nach kann dieser Nicht-Angriffspakt nicht ewig dauern. Ich habe ein paar Beziehungen spielen lassen und dadurch wird sich deine Lebensqualität verbessern. Warum sollte ich nicht? Du hast wirklich genug am Hals. Hör auf. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, damit du es endlich begreifst. Also, pass auf. Sollte dich nochmal das Verlangen überwältigen, mein Leben manipulieren zu wollen, bekämpfe diesen Wunsch. Ruf deinen Therapeuten an. Mach einen Waldlauf. Eröffne ein Geschäft. Mach, was du willst. Du hast so wenig Reklame für die Ausstellung zugelassen, dass unser Einbrecher vielleicht gar nichts davon weiß. Vielleicht sollten wir allmählich von diesem Prinzip abrücken. Ja. Wir lassen in den Medien verbreiten, dass das Alarmsystem uns Schwierigkeiten macht. Aber es muss sich so anhören, als wollte das Museum das vertuschen. Ja, und dass man sich seitens der Versicherungsgesellschaft und des Vorstandes Sorgen macht. Ja, das sollte reichen. Dieser Kerl ist ziemlich gerissen. Und wenn er eine Chance sieht, kommt er bestimmt. Und wenn er auftaucht, nehmen wir ihn in Empfang. Wieso ich etwas haben will, ist unwichtig, solange ich das Erforderliche tun kann, um es auch zu kriegen. Und ich kann. Woher willst du das wissen? Du hast so etwas noch nie versucht. Eben, es gibt immer ein erstes Mal. Deine Arroganz übersteigt sogar meine. Kannst du denn nicht verstehen, dass die Sicherheitsmaßnahmen in dem Museum alles übertreffen, was du jemals in einem Privathaus vorgefunden hast? Ich arbeite, wie gesagt, intern und ich kriege meine Sicherheitstipps von Cruz. Ich habe ein komisches Gefühl bei der Sache. Und außerdem habe ich keine Lust, den Rest meines Lebens im Knast zu verbringen. Es ist zu gefährlich, vergiss es. Ich werde es mit dir tun oder ohne dich. Mach dich nicht lächerlich. Du kannst ja warten und dein komisches Gefühl pflegen. Du wirst mich nicht abhalten, Andy. Ich krieg die Tiara irgendwie. Sie sitzen noch nicht im Flieger nach L.A.? Noch nicht. Der Job ist wie geschaffen für Sie. Ach ja. Irgendwie rührend, dass Sie sich so um meinen Job sorgen müssen. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Das höre ich heute nun schon zum zweiten Mal. Vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken. Wann haben Sie das gehört? Als Julia Ihnen davon lief? Ein Nein akzeptieren Sie wohl nicht. Und sowas fragt mich ein Vergewaltiger. Sie glauben, Sie hätten noch eine Chance, Julia wiederzubekommen? Das wird nicht passieren. Deswegen ist sie ja damals bei mir gelandet. Na und, was hatte sie davon? Ich hatte ja auch kaum eine Chance. Sie war durch ihre grobe Behandlung so traumatisiert, sie konnte keinem Mann mehr trauen. Sie hat ihre Wut auf sie gewissermaßen auf alle anderen verteilt. Sie sind dermaßen niederträchtig. Sie Vergewaltiger. Sie sind ungeschoren davongekommen und seither versuchen sie, ihr Leben zu ruinieren. Ich habe Ihnen versprochen, dass Sie dafür bezahlen und das wiederhole ich hiermit. Glauben Sie mir, der Tag der Vergeltung wird einmal kommen. In einem Monat, einem Jahr oder in 5 Jahren, wo Sie auch sind und was immer Sie auch tun, er wird kommen.
Was wollen Sie tun? Wollen Sie mich aus dem Weg schaffen? Raus hier! Raus! Was kann ich für Sie tun, Lady? Hier, bitte, Ma'am. Das Telefon ist um die Ecke. Was darf es sein, Sir? Na, bringen Sie mir doch einen Whisky. Gern, Sir. Herr Ober, einen doppelten, bitte. Jawohl, Sir. Warten Sie vielleicht doch lieber gleich die ganze Flasche. Keith! Oha, Sir, hast du es dir überlegt, ja? Hast du Brandon gesehen? Er ist dir nachgelaufen. Ich kann ihn nirgendwo finden. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe das ganze Viertel nach ihm abgesucht. Brauchen Sie ein zweites Glas? Nein. Ja. Haben Sie vielleicht einen Jungen gesehen? Er ist 13 Jahre alt, blond und heißt Brandon. Ich bin nicht begegnet. Tut mir leid, Ma'am. Bevor du ziellos rumfährst, sollten wir mal überlegen, wo er sich aufhält. Ich habe mir das schon überlegt, Keith. Nur leider kommt nichts dabei raus. Er wollte seinen Helden finden. Keith. Und jetzt muss ich weitersuchen. Ich werde mitkommen. Nein, nein, das will ich nicht. Wieso nicht? Er bedeutet mir sehr viel. Danke, ich muss lernen, selbst klarzukommen. Das ist doch Schwachsinn. Wir brauchen uns dringend und Brandon braucht uns beide. Wir lieben uns doch. Ich tue alles, was du willst. Es ist zu spät für uns und jetzt werde ich Brandon suchen gehen. Oh, ertränken Sie vielleicht Ihre Sorgen? Kann ich verstehen. Sie haben eine ganze Menge Sorgen zu ertragen. Der Rest ist für Sie. Freuen Sie sich ja nicht zu früh. Sowas ist mir schon mal passiert, wie Sie wissen. Und ich war bei meiner Rückkehr stärker als je zuvor. Glücklicherweise war Ihre zweite Herrschaft von kurzer Dauer. Aber ich habe es fast geschafft, nicht wahr? Ich habe die Capwells fast zu Fall gebracht. Und ich schwöre es Ihnen, nächstes Mal schaffe ich den Rest. Eigentlich haben wir kaum etwas gemein, Keith. Aber Sie und ich kooperieren vielleicht eines Tages. Ich glaube, Eden hat mehr Schwierigkeiten, als wir denken. Das fürchte ich auch. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich habe schon etwas unternommen. Ich war bei Robert Barr und habe ihn gebeten, uns zu helfen. Nein, Cruz hatte dir doch abgeraten. Liebes, ich kann nicht unbeteiligt dastehen und nichts für meine Tochter tun, die offensichtlich große Probleme hat. Mein Schatz, sie ist unsere Tochter und Cruz' Frau. Halt dich bitte raus. Vielleicht weiß Robert Barr irgendetwas über Edens Vergangenheit, das Cruz gar nicht wissen kann. Aber wühl doch die grauenhafte Zeit, die sie miteinander hatten, nicht dadurch wieder auf, dass du Robert Barr zurück in ihr Leben zerrst. Das macht alles nur noch schlimmer. Ist es wichtig, wie man die Antwort auf ein Problem findet, wenn man es damit löst? Hast du noch immer nicht verstanden, dass ich das Problem bin, das Eden hat? Ich bin zumindest der Auslöser. Und wenn sie keine professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, dann werde ich mich wohl darum kümmern müssen. Das hast du kürzlich vergeblich versucht. Ich weiß. Aber auf meinen Instinkt ist Verlass und der sagt mir, ich muss mich gedulden. Wenn sie mir vertraut, dann wird sie sich vielleicht öffnen. Man sollte Alternativen ausprobieren. Tu es nicht, bitte nicht, überstürze nichts. Ich finde, es war ein gutes Zeichen, dass sie sich bereit erklärt hat, mir bei der Gala zu helfen. Sie sucht vielleicht auf diese Art Hilfe, ohne sich dessen bewusst zu sein. Das weiß ich. Ich habe hier angerufen. Ich war nicht drauf gefasst, dass jemand dran geht. Ich sehe hier gerade ein paar alte Unterlagen durch. Der Start gegen Mike Lovers. Ist da etwas Beunruhigendes aufgefallen? Es gibt einen Laborbericht, der während der Verhandlung offensichtlich nie als Beweis diente. Nehmen Sie Platz, Robert. Ihr Timing ist perfekt. Ich wollte Sie gerade anrufen. Ich mache mir inzwischen noch mehr Sorgen um Eden als bei unserem letzten Gespräch. Ich muss Sie zu meinem Bedauern enttäuschen. Wieso? Ich habe das alles sehr gründlich durchdacht und mir gefällt die Idee nicht. Sophia hat Sie angerufen? Nein, nein, niemand hat mich angerufen. Ich habe das selbst entschieden. Meine Freundschaft mit
Cruz und Eden steht noch immer auf wackeligen Füßen. Und ich glaube, wenn sie erfahren, dass ich hinter ihrem Rücken über sie rede und die alten Zeiten wieder aufwärme, dann wäre das das Ende unserer Freundschaft. Nun, ihre Freundschaft ist kaum noch etwas wert, wenn Eden so weitermacht wie bisher. Sie hat nämlich überwältigende Probleme. Es tut mir wirklich leid, aber ich hab's mir gründlich überlegt. Es wird Ihnen nicht so leid tun wie mir, Robert. Ich war zweimal bei Ihnen und habe Sie gebeten, Menschen, die mir nahestehen, zu helfen. Und zweimal haben Sie abgelehnt. Ich werde Sie nie wieder bitten. Darling? Oh, entschuldige. Ich hätte dich nicht gehört. Tut mir leid. Falls du die Tiara suchst, sie wurde zum Reinigen weggebracht. Oh, nein, nein, ich warte hier bloß auf Mama. Wir treffen uns hier. Oh, gut. Schön, dass ihr die Dinge wieder gerade biegen wollt. Ich bin überrascht, dass ihr noch mit mir redet, so wie ich mich verhalten hatte. Aber wenn wir jetzt zusammenarbeiten, werden sich die Wogen glätten. Ich weiß nicht, ob das Problem damit gelöst ist. Du weißt, was ich meine. Und ist die Sicherheit hier wirklich ein Problem? Naja, sie ist nicht optimal. So viel steht fest und wir schaffen das so kurzfristig nicht ganz, so was Wertvolles zu sichern. Es werden zusätzliche Schlösser angebracht und nachts wird das Gebäude rundherum bewacht. Aber das war's auch schon und das stört mich. Tut mir leid. Das ist sehr belastend für dich. Kann man wohl sagen. Ich fahre jetzt noch mal aufs Revier, also wir sehen uns dann später daheim. Mhm. Ich freue mich. Bis nachher. Mhm. Mach's gut. Was machst du denn hier? Na, was denn wohl? Ich möchte bei diesem kleinen Streich doch zu gern mitmischen.